Wir kommen jetzt zur Tagesordnungspunkt 1, Fragestunde gemäß § 51 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Bevor ich die erste Frage aufrufe, möchte ich vorschlagen, die Frage Nummer 2 und 4, die sich beide auf die Staatsopernsanierung beziehen, zu verbinden. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Das Wort zur ersten mündlichen Anfrage hat die Frau Abgeordnete Öker-Ratzewil von der SPD-Fraktion mit der Frage über, ist die Berliner Kältehilfe für den kommenden Winter gut aufgestellt? Bitte schön, Frau Kollegin. Okay. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich frage den Senat erstens, welche Angebote hält der Senat in der kalten Jahreszeit für wohnungslose Menschen tagsüber und nachts bereit und betrachtet der Senat das Angebot angesichts der Erfahrung der letzten Jahre als ausreichend? Und zweitens, wie viele wohnungslose Menschen gibt es in Berlin und auf welcher Grundlage und nach welchen Kriterien ermittelt der Senat den Hilfebedarf? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Chaya. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Abgeordnete Ratzewil, im Namen des Senats beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt. Zuerstens, die Kältehilfe ist ein zusätzliches Notprogramm der Berliner Bezirke für Menschen, die auf der Straße leben und die Regelversorgung nicht in Anspruch nehmen. Seit 1989 werden in der Winterzeit von Anfang November bis Ende März zusätzliche Notschlafplätze und Tagesaufenthalte im Land Berlin zur Verfügung gestellt. Rund 70 freie Träger und Kirchengemeinden bieten auch in diesem Jahr wieder in der Winterzeit Notschlafplätze in Notübernachtungen und Nachtcafés sowie Möglichkeiten zum Aufenthalt tagsüber in Treffpunkten, Wärmestuben und Suppenküchen an. Diese Unterkunfts- und Aufenthaltsmöglichkeiten sollen verhindern, dass Menschen aufgrund der kalten Witterung gesundheitlichen Schaden erleiden oder im schlimmsten Fall erfrieren. Ergebnis der bisherigen Rückmeldungen über die Anzahl der vorhandenen Notschlafplätze möchte ich Ihnen auch gerne geben. Das Angebot umfasst durchschnittlich 415 Plätze in Notübernachtungseinrichtungen und Nachtcafés. Die endgültige Angebotskapazität wird erst Ende November 2012 vorliegen. Es stehen noch Meldungen an das Kältehilfetelefon aus. Die Angebotsübersicht steht, wie jedes Jahr, bereits seit dem 01.01.2011 unter der Internetseite www.kältehilfe-berlin.de im Internet zur Verfügung und wird laufend aktualisiert. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in den letzten 3 Jahren sind kontinuierlich zusätzliche Notschlafplätze geschaffen worden. Der Senat schafft derzeitig die Voraussetzung, um bis zu 500 Notschlafplätze zu finanzieren. Weiterhin fahren in der Kälteperiode nunmehr 3 Kältebusse, einer der 2, die auch so heißen, nämlich der der Stadtmission und ein dritter des Deutschen Roten Kreuzes. Die Kältebusse werden nach Bedarf eingesetzt und befördern, sofern gewünscht, Betroffene in Notübernachtungseinrichtungen mit freier Kapazität. Berlin ist also, wie Sie sehen, auf den kommenden Winter vorbereitet. Sollte in der Kältehilfeperiode dennoch in Bezug auf die Kapazität nachgesteuert werden müssen, wird dies zwischen den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und dem Senat, vertreten durch unsere Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales und in den Bezirken in bewährter Weise abgestimmt und organisiert. Ein Controlling über die Inanspruchnahme bzw. Auslastung der Angebote erfolgt laufend. Zu Ihrer zweiten Frage, die mit dem Thema Kältehilfe nicht direkt in Verbindung steht, sondern auch den Bogen zum Hilfesystem für die Wohnungslosenhilfe schlägt. Die 12 Berliner Bezirke haben im Jahr 2011 ca. 5.000 Personen ordnungsbehördlich gemäß ASOG untergebracht. Zusätzlich erhielten 4.959 Personen Maßnahmen gemäß § 67 fortfolgende SGB 12. Der Stichtag für die Daten ist der 31.12.2012. Bei diesen Menschen erheben die Bezirksämter in jedem Einzelfall nach pflichtgemäßen Ermessen den individuellen Hilfebedarf und leiten mit dem Leistungsberechtigten zusammen die erforderlichen Maßnahmen ein. Wie Sie, glaube ich, wissen, ist es schwer, über Menschen, die auf der Straße leben, valide Daten zu erheben. Denn die niedrigschwelligen Angebote der Wohnungslosenhilfe im integrierten Sozialprogramm, dem ISP, können zu einem hohen Anteil anonym genutzt werden, was konzeptionell ja auch beabsichtigt und auch mit den Trägern so vereinbart ist.
Dies führt aber dazu, dass selbst eine Stichtagserhebung Mehrfachzählungen von Nutzerinnen und Nutzern beinhalten würde, da ein nicht zu beziffernder Teil von ihnen an einem Tag mehrere Angebote aufsucht. Notübernachtungen, Beratungsstellen, ambulante medizinische Versorgung oder eben die Bahnhofsdienste. Dieser gewünschte Effekt der Nutzung mehrerer Angebote im Hilfesystem ist beabsichtigt, um den wohnungslosen Menschen den Weg zur materiellen Sicherung und weiterführenden unterstützenden Hilfen zur Reintegration in die Gesellschaft zu ebnen. Der Personenkreis, der sich ohne Wohnraum unversorgt auf der Straße aufhält, ist also, wie gesagt, valide nicht zu ermitteln. Statistisch können nur die Personen erfasst werden, die bei den zuständigen Behörden namentlich als wohnungslos bekannt sind. Und die habe ich Ihnen eingangs mit der Beantwortung der zweiten Frage genannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senator. Frau Kollegin Radziwill für eine Nachfrage. Dann haben Sie das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich möchte noch gerne wissen, wie können denn die wohnungslosen Menschen die Angebote, die ja in der Stadt verteilt sind, erreichen? Für viele ist das nicht einfach, zum Beispiel den ÖPNV zu nutzen, weil sie einfach das Geld dafür nicht haben. Herr Senator, bitteschön. Eine berechtigte Frage. Zunächst haben Wohnungslose trotzdem das Anrecht, wenn sie unter 65 sind, Leistungen nach dem SGB II in Anspruch zu nehmen und wenn sie über 65 sind, Angebote nach dem SGB XII in Anspruch zu nehmen. Wenn sie also in den Bezirken diese Leistungen in Anspruch nehmen, beinhaltet dies auch, dass sie das Fahrtgeld haben, um unterschiedliche Angebote in Anspruch zu nehmen. Das ist unabhängig davon, ob sie einen festen Wohnsitz haben oder nicht. Sie sind trotzdem in einem Bezirk, und zwar in dem sie zuletzt wohnhaft waren, zumeist bei den Sozialämtern eben auch bekannt, und könnten diese Angebote in Anspruch nehmen. Das tun leider nicht alle, wie wir wissen, weil sie die öffentlichen Ämter scheuen und weil es auch häufig Gründe gibt, warum sie auf der Straße leben. Deswegen versuchen die Anbieter in den Beratungsangeboten, wenn sie die erreicht haben, im medizinischen Dienst und so weiter, eben auch darauf hinzuweisen, dass sie trotzdem Anspruch nach SGB II oder SGB XII haben. Darüber hinaus versuchen wir natürlich, die Angebote, die es für die Wohnungslosenhilfe gibt und auch für die Notübernachtung gibt, auf Berliner Bezirke zu verteilen. Und wir wissen, in welchen Bezirken besonders viele Wohnungslose sind und in welchen sehr wenige. Und aus diesem Grund ist man ja auch in den letzten Jahren dazu übergegangen, diese Angebote in einzelnen Bezirken, wo man sie vielleicht ausdehnen könnte, aber der Bedarf dafür gar nicht da ist, dann darauf zu achten, dass man mit den Trägern und Anbietern, die Personen kennen, dass sie dort auch untergebracht werden. Zudem ist es so, dass die beiden Kältebusse und der Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes diese Personen in der Notsituation abholt. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die Orte, an denen sich Wohnungslose aufhalten, insbesondere in der kalten Jahreszeit aufhalten. Sie fahren diese Standorte gezielt an, um diese Menschen zu erreichen und ihnen dann immer noch eine letzte Möglichkeit in der Nacht zu geben. Bis morgens um 4 sind die Kältebusse unterwegs, um die Personen einzusammeln, um sie in der Notsituation dann auch in Notunterkünfte zu bringen. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat der Kollege Beck von den Grünen das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Senator, seit über 10 Jahren gab es keine Weiterentwicklung und Anpassung an die Realität in der Obdachlosenarbeit. Wann erhalten wir endlich wieder einen Rahmenplan und Leitlinien zur Wohnungslosenarbeit? Bitte schön, Herr Senator. Ihre Kritik an der früheren rot-roten Regierung ist berechtigt. Ja, manche Bälle legen Sie ja direkt vors Tor. Deswegen zunächst, ja, das ist in den letzten 10 Jahren so nicht geschehen. Es gibt aber ein sehr vernünftiges Gutachten zur Lösung der Wohnungslosigkeitsprobleme in Berlin und zur Situation des Angebots. Wenn Sie dieses Gutachten kennen, geht das auch auf viele Probleme ein, die angesprochen und gelöst werden müssen, beispielsweise die psychologische Betreuung von Wohnungslosen, wo ja auch die Koalition gemeinsame Anträge formuliert hat, um dieses Angebot beispielsweise für wohnungslose Frauen zu verbessern.
Und wir arbeiten daran, auch dieses Papier fortzuschreiben und werden es mit ihm im Fachausschuss auch diskutieren. Zu der Frage der Notunterkünfte, die Frau Radziwill gestellt hat, gehört diese Nachfrage aber nicht, weil dieser Part der Notunterkünfte hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und verbessert. Und das Angebot des Landes ist genauso ausgeweitet worden wie dankenswerterweise die Angebote der Bezirke. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den mündlichen Anfragen 2 und 4. Zuerst des Kollegen Stefan Evers von der CDU-Fraktion, Neuausschreibung der Projektsteuerung bei der Staatsopersanierung. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat erstens, welche Gründe haben zur Trennung vom bisherigen Projektsteuerer für die Sanierung der Staatsoper geführt und ist mit Verzögerungen oder Mehrkosten aufgrund dieser Entscheidung zu rechnen? Zweitens, wie ist der Stand der Neuausschreibung der Leistungen und in welcher Weise wird der Leistungskatalog im Vergleich zur Auftragsvergabe an die Firma Drees und Sommer verändert? Vielen Dank. Dann kommt jetzt die Frage Nummer 4 des Kollegen Wolfgang Brauer von der Fraktion Die Linke, Staatsopersanierung der unendlichen Geschichte x-ter Teil. Bitte schön. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, ich frage den Senat, welche sachlichen Gründe stehen hinter der Entscheidung des Senates, sich vom Projektsteuerer der Staatsopernsanierung zu trennen? Und zweitens, welche zeitlichen Verzögerungen hat die jetzt notwendig gewordene Neuausschreibung dieser Aufgabe zur Folge? Und wer trägt die dann zu erwartenden Mehrkosten? Vielen Dank. Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Müller. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Evers, Herr Abgeordneter Brauer, der in Rede stehende Projektsteuerungsvertrag ist im Rahmen einer Aufhebungsvereinbarung vom 19. Oktober 2012 beendet worden. Sämtliche im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben geschlossenen vertraglichen Beziehungen zwischen dem beauftragten Projektsteuerer und dem Land Berlin sind damit zum 31.10. einvernehmlich aufgehoben worden. Über die Gründe der Vertragsaufhebung haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Nach der Verschiebung des Eröffnungstermins war aber eine strategische Neuausrichtung des Projekts erforderlich. Im Zuge der Strategiefindung gab es unterschiedliche Auffassungen über die zukünftigen Projekterfordernisse. Da keine Einigung erzielt werden konnte, haben sich die Parteien zu einer einvernehmlichen Vertragsauflösung entschlossen. Diese Vertragsauflösung löst keine Verzögerung des Fertigstellungstermins oder Mehrkosten aus. Im Moment ist ein Interimsprojektsteuerer tätig, um eine nahtlose Betreuung des Projekts zu gewährleisten. Zu Ihren zweiten Fragen. Aktuell befindet sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in der Vorbereitung des Vergabeverfahrens. Hierzu gehört auch die Ausgestaltung des Leistungsbildes. In welcher Weise das bisherige Leistungsbild einer Fortschreibung bedarf, wird noch geklärt. Vielen Dank. Dann hat der Kollege Evers eine Nachfrage. Auch zur Neuvergabe die Nachfrage, ob davon auszugehen ist, ich halte es eigentlich für zwingend, dass die Vergabe auch in einer Neuausschreibung der Leistungen an den günstigsten Anbieter dieser Leistungen erfolgt. Und wenn das so ist, verbindet sich damit die Frage, ob zwingend auch davon auszugehen ist, dass es sich dann im Ergebnis als das wirtschaftlichste Angebot erweist. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Evers, ja, es ist so. Wir machen deswegen ja dieses Vergabeverfahren, um genau eben auch diese Möglichkeit zu ermitteln. Wir arbeiten eben nur in der Zwischenzeit mit einem Interimsprojektsteuerer, damit wir nahtlos auch weiterarbeiten können. Aber natürlich ist es das Ziel, dann auch das wirtschaftlichste Angebot zum Tragen kommen zu lassen. Vielen Dank, Kollege Brauer. Ja. Ja, Herr Senator, wenn Sie nahtlos mit einem Interimsprojektsteuerer arbeiten können, ohne die Aufgabe neu auszuschreiben, dann würde sich theoretisch natürlich auch die Frage stellen, weshalb Sie überhaupt neu ausschreiben, sondern sich bei der Interimssache lassen. Das wäre die kostengünstigste Variante. Meine Frage ist allerdings eine andere. Da Sie sich einigermaßen wie im berühmten Bild, sehen Sie es mir nach, wie die Katze um den heißen Brei um die Frage der Mehrkosten herumschleichen, kann ich ja irgendwo verstehen, unangenehme Frage, können Sie ausschließen, dass die magische 300-Millionen-Euro-Grenze demnächst überschritten wird? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Brauer, erstmal, wir sind zu einer
zu einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren, Vergabeverfahren einfach verpflichtet. Es ist eine EU-weite Ausschreibung, die wir bei einem Auftrag dieses Umfangs eben auch vornehmen müssen. Und das machen wir dann selbstverständlich auch. Zu Ihrer zweiten Frage. Es ist so, dass nun der neue Projektsteuerer natürlich auch alle Unterlagen genau sich anguckt und genau bewerten wird. Und das werden wir dann auch Ende des Jahres darstellen können, was sich daraus ergibt. So, dann haben wir als nächstes Frau Kollegin Bangert. Ja, vielen Dank. Herr Senator Müller, was verstehen Sie unter strategischer Neuausrichtung konkret? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, das Entscheidende bei einer so wichtigen und großen Maßnahme ist doch auch, wie die Zusammenarbeit ist zwischen dem Land Berlin, zwischen der Verwaltung und dem Projektsteuerer und den konkreten Bauarbeiten da vor Ort. Es ist natürlich auch die Frage, wie intensiv und mit welchem Personaleinsatz der Projektsteuerer dieses ganze Projekt begleitet. Und da gab es eben unterschiedliche Auffassungen, auch gerade nach den neuen Bauverzögerungen, nach den Funden da dort vor Ort, diese Fehler, die ja gefunden wurden, die wiederum ja auch zu Konsequenzen geführt haben, war ich der Meinung, dass es doch etwas intensiver und konkreter betreut werden sollte, als es bisher der Fall war. Es gibt dazu dann eben unterschiedliche Vorstellungen, wie das umgesetzt werden soll, unterschiedliche eben Strategien auch in der Projektsteuerung. Und wenn man sich dann nicht einigt und nicht zusammenkommt, dann muss etwas entschieden werden. Und das haben wir getan. So, für die letzte Nachfrage hat Herr Kollege Otto das Wort. Bitte schön. Sie haben ja auf die Frage vom Kollegen Brauer nach der Kostengrenze nicht geantwortet so richtig. Er hat es bestätigt. Wann sagen Sie uns, wie die nächsten Mehrkosten sind? Einfache Frage. Bitte schön, Herr Senator Müller. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Otto, ich habe es eben gesagt, Ende des Jahres. Und ich bitte Sie da einfach auch um das Verständnis. Das muss möglich sein, dass eben auch die, dass auch diejenigen, die dieses Projekt jetzt betreuen, dass sie die Chance haben, sich das genau anzugucken, wie zu welchen Konsequenzen eben auch eine Bauverzögerung führt. Funde vor Ort im Baugrund, die Fehler, das konnte niemand voraussehen, was dort gefunden wird. Und diese Konsequenzen, auch mögliche finanzielle Konsequenzen, müssen genau bewertet werden. Und das habe ich dargestellt, das werden wir Ihnen Ende des Jahres dann auch erklären können. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 3. Die Kollegin Candan Bayram von den Grünen, Demonstrationsrecht gewährleisten, Gesundheit der Flüchtlinge nicht gefährden. Bitte schön, Frau Kollegin. Ich frage den Senat, wie bewertet der Senat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, wonach die Polizei über eine Woche das Demonstrationsrecht der Flüchtlinge am Brandenburger Tor rechtswidrig eingeschränkt und damit die Gesundheit der Protestierenden gefährdet hat? Zweitens, welche Konsequenzen zieht der Senat aus der Entscheidung des Verwaltungsgerichts und wie will er in Zukunft gewährleisten, dass das grundgesetzlich verbürgte Versammlungsrecht unter freiem Himmel auch in der kalten Jahreszeit wahrgenommen werden kann? Es antwortet Herr Senator Henkel. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin, beantworte Ihre Fragen 1 und 2 zusammen. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am vergangenen Freitag in einem Eilverfahren entschieden, dass bei der Versammlung Bleiberecht für alle, Abschaffung der Residenzpflicht am Pariser Platz, keine Zelte und Pavillons sowie Schlafsäcke und Isomatten zum Schlafen verwendet werden dürfen. Damit hat das Verwaltungsgericht die entsprechenden Auflagen des Polizeipräsidenten in Berlin bestätigt. Ich begrüße diese Entscheidung. Das Verwaltungsgericht hat betont, dass Zelte und Pavillons, werden sie ohne entsprechende Erlaubnis genutzt, bloß der Bequemlichkeit der Teilnehmer dienen und mangels funktionaler oder symbolischer Verbindung zur gemeinsamen Meinungskundgabe nicht den Schutz des Versammlungsgrundrechts genießen. Die Versammlungsfreiheit schütze nicht, so das Gericht, dass die Versammlungsteilnehmer sich am Versammlungsort dauerhaft häuslich einrichten und dort in einem Zeltlager kampieren und leben. Richtig ist, in einem Punkt hat das Verwaltungsgericht Berlin den Auflagenbescheid des Polizeipräsidenten nicht bestätigt. Sitzungsunterlagen wie Sitzkissen, kleine Pappen oder Ähnliches erlaubt das Verwaltungsgericht. In diesem Punkt hat die Polizei im Übrigen ihr Vorgehen daher entsprechend angepasst und lässt solche Sitzunterlagen nunmehr zu. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, Rechtsmittel einzulegen, halte ich es nicht für erforderlich. Allerdings wurde inzwischen
von Seiten des Antragstellers ein Rechtsmittel eingelegt. Wie für diese Versammlung wird die Polizei selbstverständlich auch für künftige Versammlungen Sorge tragen, dass dem hohen Gut der Versammlungsfreiheit bestmöglich Rechnung getragen wird. Vielen Dank. Frau Kollegin Bayram, für eine Nachfrage, bitte schön. Herr Senator, bei Ihnen im Haus läuft zurzeit so viel schief, deswegen muss ich jetzt ein bisschen genauer nachfragen. Als Verfassungssenator sollten Sie ja das verfassungsrechtlich verbürgte Grundrecht auf Versammlungsfreiheit unter freiem Himmel in Berlin gewährleisten. Wie haben Sie sich vor der öffentlichen Stellungnahme dazu informiert bzw. vorbereitet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Jurist aus Ihrer Verwaltung oder dem Polizeipräsidium von politischer Inszenierung gesprochen hat. Wie bitte schön, kommen Herr Senator. Sie auf diesen Begriff politische Inszenierung? Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin, ich will über Ihre Vorstellungen in dieser Angelegenheit nicht spekulieren. Richtig ist, dass die Polizei in Berlin Versammlungsfreiheit schützt, gewährleistet und durchsetzt. Richtig ist aber auch, dass ich, und ich hoffe, dass es dem Kollegen Tasch in der Zwischenzeit wieder gut geht, ich ein Bild bekommen habe, wo der Kollege Tasch im Rahmen dieser Demonstration im Rollstuhl gesessen hat. Das ist etwas, von dem ich gesagt habe, ich halte dies für eine politische Inszenierung. Übrigens auch, das will ich auch dazu sagen, wenn man von Teilnehmern, von Umstehenden hört, dass berichtet wird, man müsse auch bei kalten Jahreszeiten draußen kampieren. Denn wenn man die bereitgestellten Unterkünfte in Beschlag nimmt, wenn man sie nutzt, die Polizei dann alles dafür tun würde, dass man nicht zurück an den Platz kommt. Das sind Ammenmärchen, die nicht zutreffen. Die Polizei in Berlin wird das Versammlungsrecht schützen, und zwar zur Tagzeit genauso wie zur Nachtzeit. Vielen Dank. Als nächstes der Kollege Lux für eine Nachfrage. Bitte schön. Ja, Herr Henkel, dass die Polizei das Versammlungsrecht schützt, daran haben wir wenig Zweifel. Die Frage ist, ob Sie das Versammlungsrecht schützen. Und deswegen ist die Frage, Herr Henkel versteckt sich ja immer gerne hinter der Polizei. Und deswegen ist die Frage hier, wie bewerten Sie es denn, dass die bayerische Versammlungspraxis, die Versammlungspraxis in Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen Bundesländern eine wesentlich liberalere Verwendung von Sitzunterlagen und anderen im weiteren Sinne der Versammlungsfreiheit dienlichen Materialien zulässt? Herr Senator, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege, das bewerte ich gar nicht. Ich halte mich an das, was in Berlin geschieht, und ich halte mich daran, dass das Verwaltungsgericht die entsprechenden Auflagen des Polizeipräsidenten von Berlin bestätigt hat. So, dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 5 vom Kollegen Fabio Reinhardt. Den Piraten wurden alle sinnvolle Pläne für Wohnungen für Flüchtlinge aufgegeben. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich frage den Senat, sind die Pläne unter der ehemaligen Sozialsenatorin Blum, rund 430 Wohneinheiten der landeseigenen BIH, heute Berlin-Novo, als Einzelunterkünfte für Flüchtlinge bereitzustellen, unter dem heutigen Sozialsenator Chaya weiterverfolgt worden, und wenn nein, warum nicht? Zum Zweiten, wie viele Wohneinheiten der landeseigenen Berlin-Novo stehen derzeit ungenutzt leer? Und existieren unter Rot-Schwarz noch Pläne, diesen Wohnraum finanzschwachen Mieterinnen und Mietern, wie zum Beispiel Flüchtlingen in unserer Stadt, zur Verfügung zu stellen? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Chaya. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Reinhardt, im Namen des Senats beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt. Zuerstens, die Prüfung der als verfügbar bekannten Objekte der BIH hat seinerzeit ergeben, dass diese Wohnungen aus Kostengründen nicht sozialhilferechtlich angemessen im Sinne der AV Wohnen gewesen wären und daher für die Anmietung durch Hilfeempfänger allgemein nicht in Frage kam.
Darüber hinaus ist geprüft worden, ob Objekte zur Nutzung als Gemeinschaftsunterkünfte geeignet sind oder waren. Dies war im Fall der Rienstraße 125 bis 127 zutreffend, die heute von der Tochtergesellschaft AWOBAU angemietet als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber betrieben wird. Anstelle des ursprünglichen Ziels der Nutzung von Wohnungen der BIH zur Anmietung durch Asylbewerberinnen und Asylbewerber ist der Kooperationsvertrag Wohnungen für Flüchtlinge mit den städtischen Wohnungsunternehmen beschlossen worden. Zu zweitens, der Leerstand in den Berliner Wohnungsbeständen der Berlin-Novo Immobiliengesellschaft GmbH beträgt im Durchschnitt ca. 2%. Aktuell liegt er bei 1,5%. Dieser Leerstand ist fluktuationsbedingt, sodass für diese Mieteinheiten bereits Nachvermietungen vorliegen. Über ihre Tochtergesellschaft AWOBAU GmbH vermietet und verwaltet Berlin-Novo möblierte Apartments in Berlin. Davon werden ca. 25% an finanzschwache Mieter, zum Beispiel von Obdachlosigkeit bedrohte, ehemalige Suchtkranke, Asylbewerber oder Flüchtlinge sowie Auszubildende und Studenten vermietet. Die durchschnittliche Belegungsquote bei den Apartments beträgt im Jahr 2012 rund 87%. Die Auslastung per 31.10. liegt sogar bei 91%. Zusätzlich bestehen enge Kontakte zum Landesamt für Gesundheit und Soziales, um im Bedarfsfall weitere Asylbewerber und Flüchtlinge kurzfristig unterzubringen. Vielen Dank. Herr Reinhardt, für eine Nachfrage. Bitte schön, dann haben Sie das Wort. Ja, Herr Senator, ich muss mich jetzt ein bisschen wundern, weil Sie hatten jetzt gesagt, dass die Wohnungen nicht qualitativ geeignet gewesen seien. Es gibt aber diverse Medienberichte von 2011, die alle nahelegen, dass von den etwa 1.000 angebotenen Wohnungen dem Senat etwa 430 eben für geeignet erschienen. Deswegen wundere ich mich jetzt ein bisschen, wie da die Differenz zustande kommt. Aber was mich nochmal interessieren würde, weil Sie gerade auf diesen Kooperationsvertrag Wohnen für Flüchtlinge kommen, gerade der wird ja gerade nicht eingehalten von den 250 Wohneinheiten. Herr Kollege, Sie stellen bitte eine Nachfrage. Die Nachfrage ist, wie können Sie sicherstellen, dass jetzt endlich die landeseigenen Unternehmen ihren Verpflichtungen nachkommen? Herr Senator, bitteschön. Das kann ich persönlich gar nicht sicherstellen, ob die landeseigenen Unternehmen ihrer Verpflichtung nachkommen, sondern dazu brauche ich die Unterstützung der Aufsichtsgremien der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Deswegen bin ich in diesem Zusammenhang auch im regelmäßigen Gespräch mit dem Kollegen Müller, der bei allen städtischen Gesellschaften diesbezüglich noch einmal nachgearbeitet und nachgefragt hat. Die Zahl der Wohnungen, die für Asylbewerber zur Verfügung gestellt wurden, hat sich seitdem auch erhöht von den städtischen Gesellschaften. Wir sind noch nicht bei dem Ergebnis, was wir uns vorgestellt haben, aber die Intervention von Herrn Müller hat dort noch einmal deutlich gemacht, dass wir möchten, dass diese Vereinbarung auch umgesetzt wird und wir die Zielzahl von 275 Wohnungen, die für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wird, auch in diesem Jahr erreichen. Man muss dazu sagen, dass sie in den letzten Jahren auch von den städtischen Gesellschaften erreicht wurden und damit sich auch deutlich macht, dass bei der Vereinbarung bislang Wort gehalten wurde. Was Ihre erste Anfrage angeht, auch wenn es eine Fülle an Nachfragen waren, so kann ich Ihnen deutlich sagen, dass ich mir die Unterlagen im Haus dazu angesehen habe. Und die Unterlagen im Haus dazu führen zu der Erkenntnis, die ich Ihnen in der Frage 1 beantwortet habe. Andere Aussagen, die in der Öffentlichkeit dazu getätigt wurden, entsprechen dann jedenfalls nicht dem Sachstand, der uns vorliegt. Vielen Dank für eine Nachfrage. Jetzt hat der Kollege Otto das Wort. Bitte schön. Herr Senator, vielleicht können Sie noch mal sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben uns gesagt, die BIH-Wohnungen, die ja für den Senat sehr wichtig sind und die Sie für alles Mögliche nutzen wollen und die quasi Berlin gehören, die sind ungeeignet, bezogen zu werden in den Größenordnungen der WAV. Das will ich einfach nochmal hören. Herr Senator, versuchen Sie das mal als eine Frage aufzufassen. Das kann der. Das mache ich dahingehend, dass ich einfach die Beantwortung der Anfrage noch einmal kurz vortrage. Die Prüfung der als verfügbar bekannten Objekte der BIH hat seinerzeit ergeben, dass diese Wohnungen aus Kostengründen nicht sozialhilferechtlich angemessen im Sinne der AV Wohnen gewesen wären und daher für die Anmietung durch Hilfeempfänger allgemein nicht in Frage kamen. Darüber hinaus ist geprüft worden, ob Objekte zur Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft geeignet waren. Dies war im Falle der Rienstraße 125 bis 127 zutreffend, die heute als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber betrieben wird.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 6 des Kollegen Lars Oberg von der SPD-Fraktion, Kooperation zwischen Charité und MDC. Bitte schön, Herr Kollege. Ich frage den Senat, in welchen Schritten und bis wann wird die zwischen dem Land Berlin und dem Bund vereinbarte Kooperation zwischen Charité und Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin MDC umgesetzt? Und zweitens, inwieweit werden die Freie Universität und die Humboldt-Universität an diesem Prozess beteiligt? So, es antwortet Frau Scheres. Bitte schön, Frau Senatorin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Oberg, seit Februar hat Berlin unter Federführung meiner Verwaltung mit dem Bund über ein Kooperationsmodell zwischen Charité und MDC verhandelt. Es gab eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Die Leitung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe hatte von unserer Seite Herr Staatssekretär Nevermann und von Seiten des Bundes Herr Staatssekretär Schütte. Und ich kann nur sagen, dass wir mit einem hervorragenden Ergebnis für die Berliner Wissenschaft aus diesen Verhandlungen herausgegangen sind. Es werden erstmals in Deutschland in der Gesundheitsforschung eine universitäre und eine außeruniversitäre Einrichtung institutionell verbunden und es werden neue Möglichkeiten der translationalen Forschung in der Medizin eröffnet. Was bedeutet, dass Grundlagenforschung und klinische Forschung werden ganz eng miteinander verbunden, eben mit dem Ziel, schneller als bisher die Anwendung neuer Ergebnisse dann zu den Patienten und Patientinnen zu bringen. Und dafür werden Bund und Land im Zeitraum von 2013 bis 2018 311 Millionen Euro zur Verfügung stellen und zusätzlich hat Frau Quandt noch durch ihr privates Engagement über ihre Stiftung noch mal zusätzlich 40 Millionen Euro für die nächsten 10 Jahre zur Verfügung gestellt, was auch im Rahmen dieses Konzeptes dann auch genutzt werden kann. Und mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung, so nennen wir das neue Institut, also den neuen Forschungsraum, der ja im Rahmen dieses Modells gegründet wird, also BIC abgekürzt genannt, denke ich mir, haben wir wirklich ein Zukunftsmodell, was einzigartig ist und also mit internationaler Ausstrahlungskraft. Und darauf können wir sehr stolz sein, weil im Rahmen des neuen Forschungsraums gibt es noch mal ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu erforschen, zu erarbeiten. Junge Forscher haben auch neue Möglichkeiten oder bessere Möglichkeiten, ihrer Arbeit nachzugehen. Das waren wichtige Zielsetzungen im Zusammenhang dieser Modelldebatte. Bund und Land haben sich dann auf eine Verwaltungsvereinbarung verständigt. Das waren sehr, sehr intensive Diskussionen, wo wir uns dann auf gemeinsame Ziele im Rahmen des Modells verständigt haben. Wir haben uns natürlich auch über die finanziellen Rahmenbedingungen verständigt, die dann eben Teil der Kooperationsvereinbarung sein werden. Es wird jetzt so sein, dass die Verwaltungsvereinbarung dann in den Senat geht und dann entsprechend dem Abgeordnetenhaus zukommt. Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung werden wir dann nächste Schritte einleiten. Zum einen wird ein Forschungsprogramm dann fertiggestellt, eben des neuen Institutes. Und dieses wird entsprechend evaluiert von einer Kommission externer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wir gehen davon aus, dass dieses dann im Frühjahr 2013 abgeschlossen ist. Wir befinden uns ja, bevor wir die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen haben, auch in einem Übergangszeitraum. Und hier bereiten wir eine Vereinbarung zwischen Charité und MDC vor, weil uns ist es eben wichtig, schon 2013 mit bestimmten Dingen zu beginnen, Forschungsprojekte zu entwickeln und zu starten, damit diese Projekte schon starten können. Dann werden wir jetzt ein Landesgesetz vorbereiten und ich gehe davon aus, dass wir das dann im kommenden Jahr einbringen werden zur Gründung der gemeinsamen Körperschaft des öffentlichen Rechts, also des neuen Instituts BICS.
der die Charité und das MDC als vollrechtliche Gliedkörperschaften angehören. Das war uns auch ganz wichtig, also die Eigenständigkeit der Charité und des MDCs. Hier hatten wir auch ganz besonders im Blick das Thema Krankenhausversorgung, dass das eben in Hand der Charité bleibt und der Bereich der der universitären Forschung und der Lehre, dass das auch in der Hand der Charité bleibt und entsprechende Interessen hatte natürlich auch das MDC als Großforschungseinrichtung. Die neue Einrichtung kann nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens dann im Jahr 2014 dann also richtig an den Start gehen und ich gehe davon aus, dass wir auch diesen Zeitplan einhalten werden. Zu Ihrer zweiten Frage. Die Universitäten waren von Anfang an vertreten. Ich habe eben die Bund-Länder-Arbeitsgruppe angesprochen. Sie waren Teil der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und das war ja ein sehr, sehr intensiver Diskussionsprozess über unterschiedliche Modelle und die Universitäten waren an dem Diskussionsprozess entsprechend beteiligt, Eckpunkte des eben vorgestellten gemeinsamen Strukturmodells zu diskutieren. Und Sie haben auch mitbekommen, dass es uns wichtig war, dass die Charité auch weiterhin Gliedkörperschaft der Freien Universität und der Humboldt-Universität bleiben. Das ist auch ganz klar so formuliert in der Verwaltungsvereinbarung. Und Sie haben auch in der Öffentlichkeit schon mitbekommen, im Rahmen der Darstellung der finanziellen Ausgestaltung, dass sich das Land dazu geäußert hat, dass eben im Rahmen der Exzellenzinitiative die Landesmittel fortgeführt werden. Das ist ja auch eine finanzielle Sicherheit letztendlich für die Universitäten. Und Sie werden auch im neuen Aufsichtsrat von BIC sozusagen vertreten sein. Vielen Dank, Herr Kollege Oberg, für eine Nachfrage. Vielen Dank. Frau Scheres, Sie haben von dem privaten Engagement von Frau Quandt berichtet. Wofür genau werden denn die 40 Millionen Euro, die über einen Zeitraum von 10 Jahren zur Verfügung gestellt, eingesetzt und in welchem Verfahren wird über die Verwendung der Mittel entschieden? Bitte schön, Frau Scheres. Es wird unterschiedliche Schwerpunkte geben und ein Schwerpunkt ist zum Beispiel die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und über das genaue Verfahren kann ich Sie gerne nochmal informieren, weil ich im Moment kann ich da nicht genau was zu sagen, weil das noch diskutiert wird und entsprechend werden wir das dann auch im Ausschuss vorstellen können. Vielen Dank. Für eine zweite Nachfrage hat jetzt Frau Kollegin Schill-Hanneck das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Senatorin, Sie haben gerade einen sehr groben Plan gemacht, von daher frage ich jetzt noch mal sehr konkret nach. Wann und wie wird das Parlament über die Details der Verabredung, der Vereinbarung informiert und dann im Nachgang auch in die notwendigen weiteren Schritte zur Kooperationsumsetzung, also zum Beispiel Vorschaltgesetz oder so, eingebunden? Wann genau? Frau Senatorin, bitteschön. Ja, ich habe es ja eben dargestellt. Also sozusagen die Vereinbarung ist ja ganz frisch letztendlich, dass wir uns abschließend verständigt haben mit dem Bund. Wir sind jetzt dabei, sozusagen die Verwaltungsvereinbarung dann entsprechend in den Senat einzubringen. Und wie Sie wissen, kommt dann die Verwaltungsvereinbarung in dieser Form dann auch ins Parlament zur Kenntnis und kann ja dann in den entsprechenden Gremien auch aufgerufen werden und diskutiert werden. Und wir bereiten jetzt die gesetzlichen Dinge vor, also den Gesetzesentwurf, den wir benötigen letztendlich, um die Rahmenbedingungen zu haben für das neue Institut. Und wir hoffen oder gehen davon aus, dass wir das dann 2014 diskutieren können. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 7 des Kollegen Burkhard Trecker von der CDU-Fraktion, Online-Bewerbung in der Berliner Verwaltung. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat erstens, ab wann kann man sich bei der Berliner Verwaltung online bewerben und zweitens, welche Vorteile und Ersparnisse erwartet der Senat? Vielen Dank. Ja, vielen Dank und es antwortet Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Dregger,
In der Berliner Verwaltung erfolgen Bewerbungen ja bereits jetzt online, etwa für die Einstellung als Lehrerin oder Lehrer. Und auch in meinem Verantwortungsbereich sind Online-Bewerbungen für den Polizeivollzugsdienst und seit dem 1. November als Pilotprojekt unter Beteiligung mehrerer Senatsverwaltungen und Bezirke für die Nachwuchskräfte des allgemeinen nicht-technischen Verwaltungsdienstes möglich. Ihre Frage 2, welche Vorteile und Ersparnisse erwartet der Senat? Zum einen präsentiert sich das Land Berlin als moderner Arbeitgeber und Dienstherr, indem er zeitgemäße IT-gestützte Zugänge, insbesondere für dringend benötigte Nachwuchskräfte, die sich für eine Tätigkeit in der Berliner Verwaltung interessieren, öffnet. Und zum anderen beschleunigt und vereinfacht das Online-Bewerbungsverfahren den gesamten Prozess vom Eingang der Bewerbung bis zum Einstellungsangebot. Eine möglichst frühzeitige Einstellungszusage ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei dem Ringen um leistungsstarke und motivierte Nachwuchskräfte für die Berliner Verwaltung. Und deshalb gehört das unter der ersten Frage bereits erwähnte Pilotprojekt zu den wichtigen Vorhaben des Programms Service Stadt Berlin 2016. Nicht zuletzt führt das IT-gestützte Bewerbungsverfahren vor allem in den Bereichen, in denen Nachwuchskräfte in größerem Umfang eingestellt und während der Ausbildung oder Probezeit, etwa im allgemeinen nicht-technischen Verwaltungsdienst, intensiv in ihrer Personalentwicklung begleitet und gefördert werden, dazu, dass die Qualität der Einsatzsteuerung und individuellen Betreuung erhalten und womöglich verbessert werden kann. Dies ist bedeutsam, um Nachwuchskräfte nicht nur zu gewinnen, sondern über die Ausbildungs- und Probezeit hinaus an das Land Berlin als attraktiven, weltoffenen und auch familienfreundlichen Arbeitgeber und Dienstherrn zu binden. Vielen Dank vom Kollegen Dräger. Keine Nachfrage. Herr Kollege Birk hatte sich gemeldet. Bitte schön. Herr Henkel, zum einen habe ich nicht verstanden, ob es über die Innenverwaltung und die Lehrerinnen und Lehrer hinaus tatsächlich für die gesamte Berliner Verwaltung gilt, was Sie da einführen wollen und ab wann. Aber ich habe vor allem die Nachfrage, werden die Bewerbungen in der Verwaltung dann einfach ausgedruckt und das geht Papieren weiter? Oder haben Sie einen Workflow entwickelt, wo wirklich das gesamte Verfahren mit allen Beteiligungen, also Personalrat und so weiter, dann elektronisch abgebildet ist, sodass tatsächlich eine Arbeitsersparnis da ist und man wirklich von einer digitalisierten Verwaltung sprechen kann? Bitte schön, Herr Senator Henkel. Es handelt sich dabei, Herr Kollege Birk, noch nicht um alle, sondern um einen Großteil der Bezirke und um einen Großteil der Senatsverwaltungen. Und die Frage, inwieweit wir elektronisch arbeiten oder immer noch in Papierform die Dinge bewerkstelligen, erarbeiten wir gerade im Rahmen der Diskussion noch um die E-Akte. Um diese Diskussion und Debattenlage wissen Sie auch aus dem Ausschuss. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 8 des Kollegen Andreas Otto von den Grünen. Wer prüft die Selbstanzeige von BER-Aufsichtsrat und Geschäftsführung und wer zahlt die Rechnung? Bitte schön. So, wer prüft die Selbstanzeige von BER-Aufsichtsrat und Geschäftsführung und wer zahlt die Rechnung? Ich frage den Senat erstens. Welche Sachverhalte und welcher entsprechende Zeitraum sollen durch Wirtschaftsprüfer und Anwälte bei Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Flughafengesellschaft laut Auftrag der Aufsichtsratssitzung vom 01.11.2012 untersucht werden? Und wie soll eine umfangreiche Beweissicherung möglich sein, wenn die zu Prüfenden nicht suspendiert sind? Zweitens, was für eine Haftpflichtversicherung besteht für Mitglieder des Aufsichtsrates und für die Geschäftsführer der Flughafengesellschaft und wie hoch ist die Versicherungssumme für die einzelnen Personen? Herr Staatssekretär Böning, bitteschön. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Otto. Prüfungsumfang sind eine Ursachenanalyse und Haftungsfragen im Zusammenhang mit den BER-Verschiebungen vom 3. Juni 2012 auf den 17.03.2013 und auf den 27.10.2013. Eine solche Prüfung ist auch mit den gegenwärtigen Mitgliedern der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates möglich. Zu Ihrer zweiten Frage. Entsprechend der üblichen Praxis bei vergleichbaren Unternehmen besteht bei der FBB eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Unternehmensleiter, eine sogenannte Directors and Officers, D&O, mit einer Deckungssumme von 30 Millionen Euro. Vielen Dank. Herr Otto, haben Sie eine Nachfrage? Es ist ja alles offen geblieben. Nun ist es vielleicht bedauerlich, dass der regierende Aufsichtsrat... Herr Kollege, Sie stellen bitte die Frage. Ja. Ich wollte nur mein Bedauern ausdrücken. Ich würde gerne von Ihnen wissen, Herr Staatssekretär,
Können Sie bestätigen, dass das Fehlverhalten und die Fehlentscheidungen der Aufsichtsratsmitglieder und der Geschäftsführung Gegenstand dieser Untersuchung sind? Herr Staatssekretär Böning. Prüfungsumfang sind insgesamt, ich verweise auf meine erste Antwort, die Ursachenanalyse der Verschiebung sowie die entsprechenden damit verbundenen Haftungsfragen. Insofern ist das der entsprechende Umfang der Untersuchung von Wirtschaftsprüfern und Anwälten. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 9 der Kollegin Katrin Lomscher von der Fraktion Die Linke. Planung für Tempelhof. Wie passen die Ideen der Projekt GmbH zu den Vorstellungen des Senates? Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat. Sind die jüngst öffentlich kommunizierten Planungen der Tempelhof Projekt GmbH mit den Vorstellungen des Senats zur Entwicklung des Areals vereinbar? Und zweitens, wie wirken die benachbarten Bezirke an der Weiterentwicklung der Planungen mit? Und wann und wie gedenkt der Senat, das Abgeordnetenhaus einzubeziehen, um die erforderliche FNP-Änderung vorzubereiten? Herr Senator Müller, bitteschön. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Lomscher, das Pressegespräch, auf das Sie sich ja beziehen, von Tempelhof Projekt, diente dem Zweck der Erläuterung der Kostenberechnung für das Volksbegehren 100% Tempelhof. In diesem Zusammenhang gab es auch Fragen der Pressevertreter zur noch in der Endabstimmung befindlichen Kosten- und Finanzierungsplanung für das Projekt Tempelhofer Freiheit. Trotz des Hinweises von Tempelhof Projekt, dass insbesondere die wohnungspolitischen Fragen noch nicht abschließend fachlich und politisch geklärt sind, wurden in der Berichterstattung Mutmaßungen darüber angestellt. Zu Ihrer zweiten Frage. Die vom Projekt berührten Bezirke werden abgestimmt auf ihre jeweilige thematische Betroffenheit auf Arbeitsebene wie auf politischer Ebene in Abstimmungsrunden zur städtebaulichen Planung sowie den begleitenden Fachplanungen laufend eingebunden. Nach Abschluss der senatsinternen Abstimmung zur städtebaulichen Konkretisierung und der begleitenden Aktualisierung der Kosten- und Finanzierungsübersicht wird das Abgeordnetenhaus umgehend informiert werden. Für die Umsetzung notwendiger Berichte und Beschlussvorlagen werden zeitnah auch folgen. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage, Frau Kollegin Lomscher, bitte schön. Ja, wenn ich mich richtig entsinne, sind ja Pläne auch öffentlich kommuniziert worden, sind ja auch in Zeitungen abgedruckt worden. Ich gehe davon aus, dass sie nicht die Zeitungen, die gemalt haben, sondern die Projekt GmbH. Deshalb ist die Frage tatsächlich erlaubt, dieser Planungsstand ist also noch nicht abgestimmt mit Ihnen, das habe ich jetzt richtig verstanden, sondern befindet sich in der Schlussabstimmung. Und meine Nachfrage bezieht sich auf zeitnah. Können Sie das etwas konkretisieren? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ist es richtig? Wir befinden uns zwischen den Verwaltungen da auch in der Schlussabstimmung auf Grundlage dieser Pläne und Überlegungen, die Sie gerade genannt haben. Und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr, also in den nächsten 6 Wochen, auch diese Schlussabstimmung vorgenommen haben. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat Frau Kapek das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Senator Müller. In den letzten Tagen ist ja nicht nur das ein Gutachten des Senats und die Pläne von Tempelhof Projekt GmbH bekannt geworden, sondern auch ein Wettbewerbsergebnis zu der Brücke im Süden des Tempelhofer Feldes, die dort eine Anbindung für Bus, Fußgänger und MIV gewährleisten soll. Inwieweit sieht denn die anschließende Planung auf dem Tempelhofer Feld aus, um diese Brücke dann städtebaulich entsprechend einzubetten? Herr Senator, bitteschön. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Kapek, wir brauchen diese Brücke, wir brauchen diese Erschließungsmaßnahme für jede weitere Entwicklung in diesem Areal, in diesem Teil des Tempelhofer Feldes. Wir werden ja darüber auch noch diskutieren, eben in welcher Form soll es weiter erschlossen werden. Mischnutzungen sind ja entlang dieses Autobahnbereichs da und dieses S-Bahnbereichs sind ja möglich, Gewerbe- und Wohnungsnutzung, aber auch für die weiteren Erschließungen in Richtung Tempelhofer Damm, Zentral- und Landesbibliothek, auch da ein Wohnstandort, auch dafür brauchen wir für diese Erschließungen, die notwendig sind zur Entwicklung dieser Areale auf dem Tempelhofer Feld, eine entsprechende Anbindung auch über diese Brücke, um auch darüber Verkehre abwickeln zu können. Das wird alleine nicht nur über den Tempelhofer Damm möglich sein. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 10 des Kollegen Philipp Magalski von den Piraten, intransparente Ausweitung der Fluglärmbelastung. Bitte schön, Herr Kollege.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, seit wann weiß der Senat von den verbreiterten Flugroutenkorridoren, die sich aus den Karten der Hindernisbetrachtungsgebiete der deutschen Flugsicherung DFS ergeben? Zweitens, wie viele Menschen sind von den verbreiterten Flugkorridoren betroffen und mit welchen Belastungen müssen sie rechnen? Bitte schön, Herr Müller, Sie haben das Wort. Ja, mal wieder. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Mangalski. Zu eins, die deutsche Flugsicherung hat der Fluglärmkommission Schönefeld die Karten der Hinderungsbetrachtungsgebiete in der 43. Kalenderwoche zur Verfügung gestellt. Seit diesem Zeitpunkt hat auch der Senat davon Kenntnis. Bei den Hindernisbetrachtungsgebieten handelt es sich um Flächen analog der sogenannten Toleranz- und Flugerwartungsgebiete, in denen sich 99,7% aller von der optimalen Flugroute abweichenden Flugwege bei Abflügen darstellen lassen. Diese Gebiete werden ausschließlich zu dem Zweck festgelegt, um sie auf ihre Hindernisfreiheit zu überprüfen. Die Berechnung und Festlegung erfolgt mit einem speziellen Softwareprogramm nach Kriterien, die von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation vorgegeben sind. Diese Gebiete haben nichts mit den tatsächlichen, realistischen Fluggebieten zu tun. Vielmehr wurden die Hindernisbetrachtungsgebiete bereits bei der Planung der Flugrouten festgelegt, um mögliche Kollisionen mit Hindernissen für den Fall ausschließen zu können, dass ein Flugzeug aus einem bestimmten Grund, zum Beispiel bei einem Gewitter, von der vorgesehenen Route abweichen muss. Zu Ihrer zweiten Frage. Wie zu Frage 1 bereits ausgeführt, handelt es sich nicht um verbreiterte Flugkorridore, sondern um Gebiete, in denen nur in einzelnen, seltenen Notfällen mit Flugverkehr gerechnet werden muss. Erst im Rahmen der ein Jahr nach Eröffnung des Flughafens BER, also nach zwei Flugplanperioden vorgesehenen Evaluierung, wird im Übrigen die Frage der tatsächlichen Fluglärmbelastung der Anwohnerinnen und Anwohner des Flughafens BER zu beantworten sein. Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Herr Magalski, bitteschön. Ja, meines Erkenntnisses nach wird es durch diese verbreiterten Flugrouten aber zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Und welche Mittel wären denn dann dafür vorgesehen, die Ausweitung des Lärmschutzes der Rechenschaft zu tragen? Ja. Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Magalski, ich habe versucht, das eben darzulegen. Es handelt sich hier nicht um verbreiterte Flugkorridore, die dann auch ständig im täglichen Betrieb genutzt werden, sondern es handelt sich um wenige Ausnahmen, um Notfälle, in denen es dann möglich sein muss, diese breiteren Korridore zu nutzen. Also anders kann ich es Ihnen fachlich auch nicht darstellen. Da aber offensichtlich eben nicht es um eine grundsätzliche Veränderung der Flugkorridore, der Flugrouten geht, erübrigen sich dann auch besondere Lärmschutzmaßnahmen. Vielen Dank. Für eine weitere Nachfrage hat der Kollege Lauer das Wort. Bitte schön. Ja, Herr Müller, ich habe mich nur ein bisschen über die Angabe 43. Kalenderwoche gewundert. Mehr so 43. Kalenderwoche wie Montag, den 22.10. oder 43. Kalenderwoche wie Freitag, den 26.10. Wann denn genau? Bitte schön, Herr Senator. Herr Abgeordneter, ich weiß es nicht. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur laufenden Nummer 11 des Kollegen Joachim Krüger von der CDU-Fraktion, Mitarbeiterstellen beim Landesseniorenbeirat. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich frage den Senat, welche Fortschritte bei der Besetzung der beiden Mitarbeiterstellen für den Landesseniorenbeirat können berichtet werden? Und zweitens, in welchem Maße kann durch diese Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter auch die Arbeit der bezirklichen Seniorenvertretungen gestärkt werden? Vielen Dank. Es antwortet Herr Senator Chaya. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Abgeordneter Krüger, zunächst die von der SPD und der CDU gewünschte Stärkung der Seniorenvertretung geht weiter gut voran. Die von Ihnen gewünschte Stärkung haben Sie im Haushalt auch verankert. Und deswegen gibt es auch positive Ergebnisse zu verkünden, die für die gemeinsame Geschäftsstelle
von Landesseniorenbeirat und Landesseniorenvertretung konnte auf der Grundlage der durch Sie im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel die Einstellung von hauptamtlichem Personal vollzogen werden. Die Verwaltungsfachfrau hat ihre Tätigkeit zum 1. Oktober 2012 aufgenommen und die Besetzung der Stelle der Leiterin der Geschäftsstelle ist zum 1. November 2012 erfolgt. Zu Ihrer zweiten Frage. Die neu zur Verfügung gestellte qualifizierte Unterstützung kommt beiden Landesseniorengremien unmittelbar zugute. Es ist davon auszugehen, dass durch die Qualifizierung und Bündelung der Aufgaben in der Landesseniorenvertretung mittelbar auch die bezirklichen Seniorenvertretungen von dem neuen Know-how in der Landesgeschäftsstelle profitieren werden und von den Mitarbeitern unterstützt werden. Eine gute Zusammenarbeit zeichnet sich jedenfalls schon ab. Vielen Dank. Keine Nachfrage. Dann kommen wir zur laufenden Nummer 12. Sabine Bangert von den Grünen zum Thema: Wird die Sanierung der Staatsoper zum Improvisationstheater? Mache darauf aufmerksam, wir haben es deshalb nicht vorhin zusammengezogen, weil es eine Vereinbarung gibt, dass wir das nur bei den ersten 10 machen. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank. Wann wird die Sanierung der Staatsoper zum Improvisationstheater? Da ist versehentlich ein Fragezeichen hintergerutscht. Ich frage den Senat, wann wird der Senat für die Sanierung der Staatsoper einen Kosten- und Zeitplan vorlegen, welcher den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht? Zweitens, welche finanziellen und organisatorischen Auswirkungen hat die Trennung vom Büro für Projektsteuerung und die Neuausschreibung dieser Leistung zur Folge? Vielen Dank. Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich hatte das ja vorhin schon dargestellt, dass die Trennung von dem bisherigen Projektsteuerer keine finanziellen Auswirkungen hat und dass wir nun dem neuen Projektsteuerer natürlich auch die Möglichkeit geben, sich genau den Stand des Verfahrens anzugucken, zu bewerten und dass wir dann Ende des Jahres das Ergebnis dieser Bewertung vorlegen werden, hinsichtlich vor allen Dingen ja auch der Kostenfrage, die vorhin, ich glaube, vom Abgeordneten Otto ja auch schon angesprochen wurde. Vielen Dank. Weitere Nachfragen? Frau Bangert, bitteschön. Sie sagten, glaube ich, vor einer halben Stunde, die Auswirkungen sind jetzt etwas verwirrt. Herr Senator Müller, ich frage Sie, es gibt ja mittlerweile Gerüchte, dass sich die Baukosten verdoppeln werden für die Staatsoper. Was ist an den Gerüchten dran und können Sie das tatsächlich ausschließen, dass dem so ist? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ich möchte es noch mal erklären, damit es nicht durcheinander geht. Die Trennung von dem bisherigen Projektsteuerer verursacht keine Mehrkosten. Das ist das, was ich vor einer halben Stunde gesagt habe. Das ist auch das, was ich jetzt sage. Ganz im Gegenteil, ich will da noch nicht zu viel sagen, aber es kann sogar sein, dass durch eine andere Form der Projektsteuerung wir da vielleicht auch zu besseren Ergebnissen kommen. Das ist ja auch Sinn der Übung, dass man sich einen neuen Projektsteuerer deshalb sucht, weil man vorher offensichtlich mit der Arbeit nicht zufrieden war, dass man jetzt auf einer neuen Grundlage etwas neu verabredet, damit es dann auch besser funktioniert. Aber allein dieser Vorgang verursacht keine Mehrkosten. Der Projektsteuerer wird sich das jetzt angucken, guckt es sich bereits an, wie die Bauverzögerung, die es ja auch bisher gegeben hat, auch darauf hatte ich vor einer halben Stunde hingewiesen, wie die zu bewerten sind, zu welch möglichen Mehrkosten sie führen und das werden wir Ende des Jahres darstellen. Vielen Dank. Für eine zweite Nachfrage hat Frau Kollegin Kapek das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator Müller, ich frage Sie, sind Sie auch der Auffassung wie ich, dass es langsam Zeit wird für einen qualifizierten Managementstab innerhalb des Senates, um alle noch anstehenden Großbaustellen zukünftig effizient zu managen? Herr Senator Müller, bitte schön. Frau Abgeordnete Kapek, ich freue mich auf die nächsten Haushaltsberatungen, wo Sie da entsprechende Verstärkung für die Senatsverwaltung mit uns gemeinsam beantragen werden und dann auch durchsetzen werden. Aber ich finde, es fällt einem kein Zacken aus der Krone, auch zu sagen, dass man für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Verfahren sich auch fachliches Know-how einkauft. Auch das ist nichts Schlimmes. Aber es muss dann entsprechend auch funktionieren. Offensichtlich hat es hier ein Problem gegeben mit dem Projektsteuerer. Ich habe das vorhin dargestellt. Es gab unterschiedliche Auffassungen darüber,
wie man mit dieser neuen Situation umgehen sollte. Und dann sucht man sich eben auch anderes fachliches Know-how. Vielen Dank. Als nächstes kommt die Laufende Nummer 13, Frau Katrin Lomscher von der Linken, Beschädigung von Baudenkmalen in der historischen Mitte. Was tut der Senat gegen Fusch am Bau? Nee, habe ich nicht mit gerechnet, aber die Frage stellt sich ja trotzdem. Und ich frage den Senat, welche Ursachen haben die Bauschäden, die an der Friedrich-Werderschen Kirche aufgetreten sind? Wie werden weitere Schädigungen dieses Baudenkmals in der Zukunft ausgeschlossen? Durch wen und in welchem Zeitraum wird die Wiederherstellung gesichert? Und zweitens, welche Gutachten zum Baugrund und gegebenenfalls weitere sind vor Erteilung der Genehmigung auf Veranlassung des Landes Berlin erstellt worden? Und wie sollen bei anderen Bauvorhaben in der historischen Mitte Bauschäden ähnlicher Art künftig vermieden werden? Bitte schön, dann Herr Staatssekretär Herr Böning. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Abgeordnete, die Friedrich-Werdersche Kirche grenzt unmittelbar an die bereits für den Bau des Wohnungskomplexes Kronprinzengärten ausgehobene Baugrube. Diese Baugrube wird für zwei Untergeschosse des Neubaus ausgeführt und somit deutlich tiefer als die Gründung des Kirchengebäudes. Erste Schadensmeldungen, Putzabbrüche im Inneren der Kirche, lagen im August diesen Jahres vor. Zur Sicherung der Besucher und wahrscheinlich auch der Besucherinnen und der dort befindlichen Kunstwerke wurde zunächst eine Schutzvernetzung angebracht. Wenig später wurden ein großer Teil der Kunstwerke sicherheitshalber eingehaust. Inzwischen ist ein Aufenthalt in der Kirche nicht mehr zu verantworten und das Gebäude daher gänzlich geschlossen. Die Evakuierung der Kunstwerke wird derzeit vorbereitet. Aktuell werden sich ausprägende Rissbildungen im Kircheninneren sichtbar. Die Nutzerin des Kirchengebäudes, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat sich gemeinsam mit der Eigentümerin der evangelischen Kirchengemeinde in der Friedrichstadt an die oberste Bauaufsicht bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz bei der Bitte um bauaufsichtliches Einschreiten gewandt. Das Landesdenkmalamt hat sich daraufhin sofort über den besorgniserregenden Zustand informiert. Die Schadensursachen konnten noch nicht abschließend geklärt werden. Seitens der bezirklichen Bauaufsicht ist über einen Teilbereich der Baumaßnahme inzwischen ein Baustopp verhängt worden. Die Aufhebung dieses Baustopps erfolgt erst, wenn die Schadensursachen zweifelsfrei geklärt und weitere Schädigungen ebenso zweifelsfrei ausgeschlossen werden können. Bauherrin der Kronprinzengärten ist die Bauwert Investment Group GmbH, die sich zu möglichen Ursachen derzeit nicht äußert. In der näheren Umgebung werden derzeit verschiedene Großbauprojekte durchgeführt. Sie wissen, der Umbau der Staatsoper, der U-Bahn-Bau, das Humboldt-Forum. Alle Maßnahmen werden in einem demnächst erwarteten Gutachten zu den Auswirkungen auf die Bestandsgebäude berücksichtigt werden, die die Bauwert in Auftrag gegeben hat. Zu Ihrer zweiten Frage. Das Stadtbauplanungsamt des Bezirks Mitte hat uns mitgeteilt, vor Baubeginn einer Baumaßnahme muss der Prüfbericht des Prüfingenieurs für Standsicherheit vorliegen. Im Standsicherheitsnachweis werden regelmäßig auch die Baugrundverhältnisse betrachtet. Weite Gutachten sind bauaufsichtlich nicht erforderlich und wurden folglich auch nicht eingeholt. Inwieweit der Bauherr auf Forderungen des Prüfingenieurs Gutachten einholt, bleibt der Forderung des Prüfingenieurs, der hier öffentlich-rechtlich tätig wird, überlassen. Bei Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe zu der Friedrich-Werderischen Kirche wird künftig in der Bauberatung, so eine wahrgenommen wird, auf mögliche Baugrundprobleme zusätzlich hingewiesen. Die eigentliche Standsicherheitsüberprüfung und die damit verbundenen Auswirkungen auf andere Gebäude obliegt dem Prüfingenieur für Standsicherheit. Vielen Dank, Frau Kollegin Lomscher. Eine Nachfrage, bitte schön. Ja, vielen Dank. Also in der Befürchtung, dass Herr Böning das nicht wird beantworten können, werde ich es trotzdem stellen. Also ich habe jetzt verstanden, dass Gutachten mit möglichen Auswirkungen auf Bestandsgebäude noch nicht vorliegen, sondern erst vorgelegt werden durch die Bauwert, und zwar in Bezug auf Ihr Vorhaben. Deshalb frage ich mal so rum, Gutachten, die auf Veranlassung des Landes Berlin erstellt worden sind, können sich ja dann nur auf Bauvorhaben, die das Land Berlin durchführt, beziehen. Zum Beispiel die Staatsoper. Und deshalb die Frage, sind denn hier für die Baugrunduntersuchungen und den Standsicherheitsnachweis auch gutachterliche Betrachtungen zu den Auswirkungen auf die Bestandsgebäude in der Umgebung, haben die stattgefunden? Bitte schön, Herr Böning.
Es ist richtig, es trifft zu, dass die Bauwert ihrerseits ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Über die Interessenslage möchte ich mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Über die weiteren Frage der Aufgabe, der Vergabe weiterer Gutachten kann ich Ihnen jetzt keine Antwort geben, liefere ich aber gerne nach. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage durch den Kollegen Brauer. Ja, Herr Bünning, da möchte ich ganz konkret nachfragen. Sie sprachen vom Baugrund. Friedrich-Werdersche Kirche, Staatsoper Zeugau stehen de facto auf derselben Schlammblase. Inzwischen hat das Deutsche Historische Museum Messpunkte im Schlüterhof angebracht. Welche Vorsorgemaßnahmen treffen Sie senatsseitig, damit nicht eventuell in wenigen Wochen oder Monaten, spätestens mit Baubeginn der U5 dort vor Ort, das Deutsche Historische Museum geräumt werden muss? Bitte schön, Herr Staatssekretär Böning. Ich habe ja in der Antwort auf die zweite Frage deutlich gemacht, welche Gutachten, bevor ein entsprechender Bau erforderlich ist, auch in der historischen Mitte erstellt werden müssen. Diese Gutachten sind zu erstellen und ich gehe davon aus, dass sie erstellt worden sind. Vielen Dank. Die Fragestunde ist damit beendet. Die heute nicht beantworteten Anfragen werden gemäß § 51 Absatz 5 unserer Geschäftsordnung mit einer Beantwortungsfrist von einer Woche schriftlich beantwortet.